So. Einen wunderschönen guten Abend, sage ich jetzt mal, weil bei mir ist es Abend. Ich hoffe, heute werde ich besser auf das Mikro aufpassen, dass ich nicht wieder so gnadenlos übersteuere. Und ich habe gerade mal geguckt, also ich habe jetzt die kostenlosen DLCs aktiviert. Ja, die Bärte kriege ich hier noch nicht. Die müssen wir uns später angucken, die Haarschnitte. Und die temerische Rüstung, ja, die kostet grob 1000 Kronen, alles zusammengerechnet. Die habe ich auch noch nicht. Gilt allerdings dann Teile für mich und auch Teile für Plötze. Wie zum Beispiel Scheuklappen, damit er nicht so schnell durchgehen soll. So, ich habe beschlossen, bevor wir uns da hinten wieder melden, wir wollten ja rausscrollen, diesen Schatz hier bei Gelegenheit holen. Habe ich mir jetzt gedacht, komm, da sind noch so viele Fragezeichen. Ich fange jetzt mal an, diese Fragezeichen der Reihe nach abzuhalten. Also hier so schön rum, ne, hier sind so viele, hier ist auch noch ein Schatz und ich hoffe, dass ich halt da vielleicht noch ein paar Nebenquests finde oder sonstiges, um eben einfach noch ein wenig zu leveln und besser zu werden. Also erstmal hier entlang. Los, los! Und dann schauen wir mal, was wir da so finden. Weil, naja, waren ja doch ein wenig stärker gestern. Habe ich ja blöd geguckt. Oder vor allem, es waren ein paar mehr Leute. Na, guck mal, da vorne hat es Ertrunkene. Kann man ja brauchen. Und ein Fass. Ja, da liegt ein Fass daneben bei Ertrunkenen. Was macht man doch mit sowas am besten? Ne? Ja. Vielleicht geht das Fass ja hoch, ne? Also. Ich steig dann mal ab. Oh. Zieh mein Schwert, steige ab. Und dann schauen wir mal, dass ich hier, hüpf, Igni und Kuh. So, das Ganze brennt recht hübsch. Ich hab's natürlich ganz dumm angezündet, weil ich hab noch gar nichts gebracht. Ne? So. Ich muss hier wieder reinkommen, wir müssen viel tänzeln, dass die mich nicht so erwischen. Ich muss gleich auch noch meinen Spiele-Sound hier ein wenig. Warte, ich mach mal kurz Escape. So. Meine Boxen ein bisschen leiser machen, nicht, dass die dann auch noch zusätzlich ins Mikro dröhnen. Das gute Mikro muss ich erst noch, ja, auspacken. Ganz so lange wohne ich in diesem Büro. Das Büro, es ist ein Arbeitszimmer. Eigentlich. Offiziell ist es ein Arbeitszimmer, aber ich tue hier auch zocken. So, ich hätte gerne einmal F gedrückt. So, das waren die ersten zwei. Gucken, ob ich die looten kann, bevor es da hinten weitergeht. Jawohl. Trinken kann man ja vielleicht brauchen. Ist das hier noch einer? Ah, jetzt kommt erstmal der wieder. Hopp, den habe ich irgendwie, ja, wie sagt man so einen Kopf kürzer gemacht. So. Ach, da hätte es noch mehr von den Fässern geben müssen. Und wir gucken uns um. Denn diese Hexersicht ist teilweise sehr, sehr praktisch, was man da alles findet. Chemistenpulver, warum nicht? Ziegenfell kann man verhökern oder was draus basteln. Oder besser gesagt, es nutzen dann, um was draus zu basteln. Ach, diese Fässer sind immer im Weg. Oh, ich habe einen Sattel gefunden. Jägerhandschuhe. Ich sollte mal genauer hingucken sollen, was ich da gerade alles gefunden habe. So, ich habe hier einen Sattel und da habe ich auch einen Sattel. So, den kann man leider nicht verkaufen. So, ich muss bei meinem Windows noch, ich habe gerade ein paar Mal auf Shift gehauen und dann muss ich noch abschalten, dass das was ausmacht. So, der Sattel, ja, der ist dann irgendwie genauso gut wie meiner. Allerdings habe ich hier auch Handschuhe, die kann man vergleichen. Und die sehen ja irgendwie schon ein bisschen besser aus, die neuen, ne? Andere Werte, aber ein bisschen besser. Komm, wir nehmen die. Dann habe ich ein Gildorfer Schwert. Ist auch wieder eine Stahlwaffe. Ach, das war das von gestern noch, was ich noch behalten wollte. Und Monsterknochen, Klauen, Leder, Erze, jede Menge Wasseressenz. Ist hier noch irgendwas? Hier, irgendwo soll hier noch was sein. Ja, ganz so toll sehe ich das eben doch immer nicht. Ah, hier, Quecksalberlösung. Ja, die ist mir aufgefallen. Und wieder ein bisschen was zu verhökern.
nämlich das alte Ziegenfell. So. Hep. So. Was liegt denn hier? Halt. Das nehmen wir auch noch mit. Den habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich den irgendwann gekillt habe. Aber hey. Kann ja mal passieren. So. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, ob ich eigentlich auch auf diese Art hier essen kann, weil... Sortieren, Öl anwenden, wegwerfen. Hm. Ich würde das gerne essen. Hm. Gut, ich kann das jetzt wieder rausnehmen und hier auf Konsumgüter legen. Und die Bombe wollte ich mir außerdem auch mal auf Kurztaste legen. Man weiß ja nie. Aber kann man nicht einfach so sagen, hier so rechtsklickig oder so? Keine Ahnung. Aber ich kann es jetzt direkt hier verbrauchen. Gut. Donner, Schwalbe. Wo ist die Schwalbe? Jetzt ist die Schwalbe noch auf meinem F. Ja, die Schwalbe ist noch auf F, wo ich sie gewohnt bin. Und nicht wir so gucken schnell. Zum nächsten Fragezeichen. Das war jetzt ein versteckter Schatz. Den haben wir. Ich würde sagen, hier ist das nächste, ne? Ja. M. Irgendwann merke ich es mir. Plötz. Mich würde echt interessieren, wer sich diesen Namen ausgedacht hat von der Truppe. Plötze. Hm, warum nicht? Langsamer. Ein Altar. Wir schauen uns den an. Es ist niemand da. Was ist denn da so drin? Wow, ein rostiges Brotmesser. Oh, gut. Vielleicht mache ich ja irgendwann mal hübsche Kerzen und so. Ja, aber wie wird das Ding hier bezeichnet, bitte? Verlassene Städte. Sie kommen zurück, sobald die Gefahr verbannt ist. Hm. Welche Gefahr? Ich sehe hier nirgends eine Gefahr. Egal. Hab mir das angeschaut. Hab es für keine Ahnung befunden. Und lasse mich vom Plötze zum nächsten Fragezeichen tragen. So, ein bisschen querfeldein. Wir wollen ja nicht die großen Umwege reiten. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ort der Macht finde ich, sowas finde ich nicht so toll. Schnell. Orte der Mächte. Dieser große, sich bewegende Berg da hinten. Ich tippe jetzt einfach mal auf Bär. Es ist groß, es bewegt sich. Es könnte ein Bär sein. Mit Bären ist manchmal nicht zu spaßen. Kommt auf mich zu, ist Level 6. Aber scheinbar hat er auch an mir kein Interesse. Groß. Und ich will ja eigentlich nur bis hierhin, kleiner Bär. Wenn mich hier hinlässt, dann darfst du leben. So, wieder ein Fertigkeitenpunkt. Ich habe heute wieder einen Knoten in der Zunge, glaube ich. Aber hey, Fertigkeitenpunkte. Aktuell habe ich zu viele davon, aber ich fürchte, das ändert sich noch ganz gewaltig. So, da hinten ist ein einzelnes Fragezeichen, was ich noch so gar nicht habe. Und hier sind dann auch wieder welche. Das ist ein Hin- und Herreiten jetzt. Ja, außer ich reite dann halt ich denke, ich nehme es mal mit. Wer weiß, was es ist. Und ich sollte mir nicht das Escape abgewöhnen. So. Und für alle, die sich die Videos dann später anschauen, sage ich auch mal dazu, ne? Es geht ja jetzt auf Pfingsten zu.
Entschuldigung. Und ja, Pfingsten hat man ja bekanntlich frei. Und ich streame meine Sachen bislang immer, bevor ich sie zu YouTube stelle. Sprich, wenn ihr mal Bock habt, da auch ein bisschen mehr live zuzugucken, wir haben da noch einen Chat. Wenn da Leute sind, kann man da auch ein bisschen drauf eingehen. Da kann ich dann so hübsche Sachen stellen, hübsche Fragen stellen wie: Ich habe keine Ahnung, ob ich Gespräche Option 1, 2 oder 3 nehmen soll. Was sagt die Mehrheit? Das muss ein Ort der Macht sein. Das kann man dann auch mal machen. Also, wenn ihr Pfingsten Lust, Zeit habt und Co., www.steve-review, da ist ein Link zu Twitch. Die sind hier nur, ach, die sind hier nur zwei. Na, da ist ein Link zu Twitch und da habe ich dann gemütlich auf Zeit. So, ist brutal gewesen hier, ne? Werde dann auch eben auf dem Stream sein. Wer Bock hat, da mitzumachen, darf das gerne tun. Ansonsten stelle ich die Sachen ja auch danach wieder online zu YouTube. Bei Twitch sind sie auch ein paar Tage online, allerdings nicht allzu lange. Da werden sie nämlich automatisch gelöscht, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, dafür zu zahlen, dass sie da länger aufgehoben werden, nachdem ich sie eh zu YouTube stelle. Und im Zweifel auch noch auf meiner Festplatte habe und auf meinem eigenen Server, damit auch noch Platz wäre. So, haben wir ein bisschen Werbung gemacht, auch in eigener Sache, ne? Muss ja auch sein. So. Guck mal einer an. Und wieder ein paar Ohren. Irgendwo muss ich mal die ganzen Sachen umtauschen. Ach, da ist noch was. Was ist hier? Silber. Ja, Silber nehmen wir mit. Echt interessant, was die hier alles hatten. Hier ist... Ich dachte, da wäre vielleicht noch eine Möglichkeit reinzulatschen oder so. Ist aber nicht. Hep. Und wir gucken uns wieder um. So, von den Dingern hier, ne? Banditenlager hatte ich hier, meine ich, auch noch ein paar mehr. Hier hinten, das war, meine ich, auch eins. Das hier war sehr gefährlich, die Kriegsbeute. Das muss ich irgendwann nochmal machen. Vielleicht, wenn wir noch ein bisschen gelevelt sind. Das waren komische, komische, fiese, miese Totenköpfe. Und wenn ich jetzt Richtung diesem Fragezeichen reite, oder besser gesagt Richtung diesem, komme ich durch das verlassene Dorf. Das ist doch dann eigentlich ganz gut. Weiter so, Plätze. So. Langsam. Ja. Das kommt mir doch so bekannt vor, das ist doch das Greifenlager hier. Dann gehen wir mal runter. Folgen hier der Straße. Hüpf, Plötze, hüpf. Ach komm, Plötze, du schaffst das nicht. Erst bremsen davor. Komm jetzt. So. Das ist so eine Sache. Komm, wir reiten einfach weiter. Was gibt es die Möglichkeit, da abzusteigen und Schnellreise zu machen? Aber ich kann auch einfach weiterreiten. Und hey, cool. Hexersinne beim Reiten und Plötze sucht sich den Weg. Yeah. Hat ja irgendwie was, ne? Oh. Ich tu mal kurz wieder was futtern. Habe ich eigentlich was Neues zum Lesen bekommen? Ich habe nix hier. Oh, kann natürlich auch was saufen, ne? Hier so, komm. Öl anwenden. Das ist doch kein Öl. Jetzt mal ehrlich, kann ich das nicht irgendwie hier so verbrauchen? Ach, wenn ich es anklicke, kann ich es verbrauchen. Ich soll es vielleicht erst anklicken. Ja, man lernt ja nie aus, ne? Also dafür, dass das nur ein Bier war. Hoi. Habe ich ganz schön reingehauen. So, und ich setze nochmal mein Dings hier um, weil wenn wir jetzt hier rumreiten, dann ist das da sinnvoller zuerst. Gell? Ja. Wahnsinn. Oh,
sieht denn jetzt noch die Hexer sich dazu aus? Ne, das ist. Also, lieber Geralt von und zu Riva, ich muss ja sagen, du hast schon mal mehr Alkohol vertragen. Ist ja heftig. Weiter so, Plätze. Dumm, die dumm, die dumm. Komm jetzt. Was haben wir denn da? Guck mal, da ist plötzlich was. Sag mal, ganz keinen Moment mal kurz. So, musste mich mal kurz räuspern und da sind eindeutig kleine Mönsterchens, ne? So. Wenn die Gefahr gebannt ist, jetzt sehe ich wenigstens eine Gefahr. Vorhin war da ja keine. Oh, das war zu viel für meinen kleinen Plötze. Oh, uppala. Erstmal hier ein bisschen aus der Sicht gehen hier. Oh, die Richtung wollte ich aber nicht eigentlich mein Knie hauen. Fleisch gut durch. Oh, haben wir das wohl auch geschafft? Jawohl. Das freut die Leute doch, wenn ich hier ein bisschen sauber mache. Hä? Habe ich ja schon mal in einem Dorf gemacht. Das sah es allerdings deutlich eher nach einem Dorf aus, wie jetzt hier diese Kapelle am Wegesrand. Gefahr gebannt, Bevölkerung zurückgekehrt. So. Ich tue natürlich. Sag mal. Nur weil eben mal so. dieses Mini-Video war. Ist hier wieder. So übel Zeit vergangen. So. Die Götter hoch. Ah, hier hinten hat es noch was. Dieser Greif ist eine echte Plage. Halt. Ein Monsterzähnchen, so. Mit denen kann man reden. Neuigkeiten aus Vysima? Die schnieft nur. Ah, ouch. Ja, ouch, Entschuldigung. Und ich tu mal kurz wieder hier was futtern. Was haben wir denn hier noch? Ein Bratapfel. Warum nicht? Komm, ich futter einen Bratapfel. Irgendwie müssen wir regenerieren. So, ich habe, glaube ich, den Punkt noch richtig gesetzt. Jawohl. Was war denn da hinten gerade? Ach, das kenne ich schon gut. Beweg dich! Und kann dann in die nächste Richtung reiten. Und so machen wir schön ein paar Sidequests nebenbei. So. Ja, hier sehe ich nichts. Allerdings ist das hier auch eine Brücke, ne? Es könnte ja sein, dass das unter der Brücke ist. Honigwaben. Ne, Honigwaben futtern wir nicht, die verkaufen wir, wenn dann. Butter. Ich weiß ja nicht, ob ich Butter an Stück essen würde, aber okay. 20 Sekunden Wirkungsdauer. Apfelsaft auch. Komm. Wir nehmen Apfelsaft, steigen ab, springen ins Wasser und schauen wir mal, was da so ist. Ich würde sagen, jetzt habe ich es gefunden, allerdings dummerweise bin ich von der falschen Seite runtergehüpft. Ja? Ich kann da nicht drüber. Gut, wo komme ich raus? Ich kann natürlich auch mal schauen, ob man hier tauchen kann irgendwie. Nee. Ich bin also auf jeden Fall super die falsche Seite runtergehüpft. Mal hinschauen, wo ich hier wieder hochkomme. Ich will jetzt die Brücke nicht einreißen, ne? Hier liegt ein Fass, aber
Wäre ein bisschen fies. Hep. Ja. Warum komme ich da nicht hoch? Ist ja blöd. Wie weit ist jetzt mein Umweg, dass ich da wieder hochkomme? Scheinbar da hinten. Oder hier. Mit Anlauf. So, wieder zurück. Mann, wie schön das dunkel wird. Geradezu malerisch. Hep. Ich würde sagen, hier ist eine Ladung über Bord gegangen. Oh. Und Kohle. Ach, guck mal, Zwergenschnaps. Nein, wie geil. So. Ich sehe nichts mehr. Das Fragezeichen dürfte sich im Wohlgefallen aufgelöst haben. Ich gucke aber auf die Karte. Yep, und hier ist das nächste Fragezeichen. Aber wir haben ja hier gerade was eingesammelt. Ich stehe total auf die Katze. Und jetzt kann ich sie endlich herstellen. Ich habe eine Miezekatze. So. Und wir trinken nochmal so einen Apfelsaft. Der war ganz lecker. Was ich alles dabei habe, das ist echt heftig teilweise. Und man muss sagen, dafür, dass ich nur 60 Gewichtseinheiten tragen kann und ich einen zusätzlichen Sattel und alles Mögliche mit mir rumschleppe, finde ich gar nicht schlecht, was ich so schleppen kann, ne? So, ich habe länger nicht mehr gespeichert. Das kann sich ja relativ schnell in böser Fehler verwandeln. Also, gucken wir mal. Schon wieder ein Deserteur. Wir sind auch wieder in Level 2. Einsatz, Leute, Einsatz! Scheiße! Du Dreckshexer! Ah. Dich haben wir noch, ha? Ach, da ist noch einer. Versuchst du gerade echt auf mich zu schießen? Ist aber nicht nett. So. Alle weg und sag mal, ich habe echt ein Problem hier. Also das Kämpfen vom Pferd muss ich auch noch etwas lernen. So, mal gucken, da hinten steht noch ein bisschen Kram rum. Hoppala. Ja, ich gehe näher hin zur Truhe, dass ich sie besser anrütteln. Auf man kann. Oh, guck mal, schon wieder Jägerhandschuhe. Oh, ein Drachentraum. So, weil hier gerade so ein idyllisches Feuer ist. Tue ich hier jetzt noch eine meditieren. Dann habe ich nämlich wieder deutlich gemütlich die HP aufgerüstet. Und das ist alles viel praktischer. So. Außerdem wird es jetzt wieder hell. Mein Plötze steht auch noch da. Hep. Plötz. Und ab zum nächsten Fragezeichen, nicht wahr? Du kannst das Spiel jetzt nicht speichern. Komm schon. Ich mag es nicht, wenn die Spiele mich bevormunden. Wenn ich speichern will, dann tue ich das auch. Los, lauf! Ja, spontan würde ich sagen, da oben. Frage ist nur, da oben. Wie komme ich da oben hin?
mal schauen, wie wir da oben hinkommen. Da stehen auch rote Punkte rum. Schlimm, 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 rote Punkte. Sag mal, das ist aber... Langsam nennen wir das mal Umweg. Komm jetzt. Was ist denn hier? Da wärmt sich jemand die Finger. Bin ich denn hier? Bin ich schon beim nächsten Fragezeichen oder wie? Ne, ist einfach nur eine Frau, die hier scheinbar Schollkraut sammelt. Aber hey, Frau mitten in der Wildnis. Wir steigen mal ab. Ne, ist ein Kaufmann. Entschuldigung, sahst aus wie eine Frau in deinem Röckchen. Kann ich mit dir reden? Haha. Ja, irgendwie... Ne, ich kann nicht mit ihm reden, aber er wärmt sich jetzt auch nicht mehr die Finger. So, ich muss irgendwie immer noch da hoch. Schneller. Sag mal, ich werfe noch mal einen Blick auf die Karte. Ja, toll. Also wir müssen wahrscheinlich schätzungsweise darum, darum und dann darauf. Und dann haben wir das auch irgendwann. Es war also jetzt ein etwas größerer Umweg. Aber hey, wer galoppiert nicht gerne quer durch den Wald? Pah, mach das mal mit einem echten Pferd. Einer von euch beiden hat danach einen Dachschaden, weil er gegen den Baum gerannt ist. Plötze! Komm schon, Plötze! Plötze ist geländegängig. Ja, Wahnsinn! Wir wissen... Plötze ist echt geländegängig. Hätte ich ja so nicht gedacht, ne? Hinten ist eine Brücke. Jetzt bin ich natürlich noch weiter unten. Langsam frage ich mich doch, ob ich bis zum nächsten diese Schildreisen sollte und eine Schnellreise mache. Ja. Aber spritzt das Wasser auf. Immer mal wieder habe ich die Tropfen auf dem Monitor sozusagen. Sehr nett. So die kleinen Details, an die die Entwickler hier auch gedacht haben. Bist du hässlich. Ich weiß jetzt nicht, zu wem ich das gesagt habe, weil ich war da ja schon vorbei. So, jetzt geben wir hier auf der Straße mal ein bisschen Gas. Wir müssen hier ein bisschen Zeit aufholen. Wie ist das noch? Kicherbrücke? Ich habe ein Fass gesehen. Nicht ein Fass, eine Kiste. Oh, guckt mal an, Leute. Fist gibt's also hier auch noch. So. Gucken, ob ich hier aufmachen kann. Man kann. Komm schon. Weiter so, Plätze. Reiten jetzt gerade schon bei der Quer über das Schlachtfeld. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht aus Versehen runterfalle. Und da oben ist der Weg. Und wenn ich den Weg folge, Deko haben die hier heute hier. War da, meine ich, irgendwo auch noch ein weiteres Fragezeichen. Deswegen reite ich gerade ein bisschen langsam und gucke mich um. Ah, ich gucke doch nochmal zur Sicherheit auf die Karte. Ja, aber der Weg stimmt. Schneller. Also Plötze, lauf. Und es sind wieder hübsche kleine Rums. Los, meine Lieben, an die Arbeit. War das alles? Ne, da hinten ist einer. Oh, das ist aber nicht nett.
Hey, hau mein Pferd nicht. Mensch, dreh um, du blödes Pferd. Sag mal, verkloppt er mich auf meinem Pferd mit seinem Prügel? Komm schon. Ende hier. Plötzlich wollte nicht umdrehen. Nicht nett. So, ich hab doch da gerade was Gegrilltes aufgehoben, oder? Das hält ja nur 5 Sekunden. Komm, trink nochmal so einen Apfelsaft. Scheinbar bekommt mir der besonders gut. Der hält länger. Oh, guckt's mal einer an. Die haben Kohle. Ups. Das war natürlich keine Absicht. Und dieses Lager ist dann ebenfalls geräumt. Wenn das so weitergeht, ziehe ich mir das doch nochmal auf die Tasche, aber kurz, weil, also, Entschuldigung, Plötze. Aber eigentlich hatte ich da lieber die anderen Sachen, ne? So. Dann bauen wir mal wieder weiter. Und zwar hier hin. Konntest dich aber auch gerade nicht entscheiden, Plötze, wa? Ein Wolf. Jetzt habe ich fast einen Wolf umgeritten, ist ja auch mal nett. Das ist immer noch nicht da, wo ich hin muss. Daneben. Komme ich denn da hoch? Nein, nicht wieder hier runter, da habe ich keinen Bock drauf. Kommt, Leute. Das wird so nix. Machen wir es lieber auf die Schnelle. Mit Absteigen. Und plötzlich hab dich ja total lieb, aber wie zum Geier komme ich da hoch? Irgendwie muss man dadurch hochkommen. Ja. Hatte ich nicht, Moment. Ich muss mal gerade ins Tutorial gucken, weil es war doch irgendwo unter Bewegung was mit Klettern. Ne, das war nicht unter Bewegung. Wo waren das? Ich hatte irgendwo was mit... Hier, klettern. Er kann doch auch klettern. Drücke S, um die Leertaste, um rüber zu klettern. Leitern rauf und runter klettern. Weiß nicht, ob mir das hilft, aber ich kann ja hier mal... Es ist aber dummerweise doch auch eigentlich, wer ist den, den wir kennen. Da geht doch auch wieder zurück. Nein, 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 nein! Aber irgendwie werden wir ja da wohl hochkommen. Es kann ja wohl schlecht sein, dass ich hier erst die Brücke reparieren muss. Hat wohl schon mal ausgetrunken. Und noch einer, der Fistech dabei hatte. Mal, Leute. Irgendwie. Das gibt es doch nicht. Ja, wahrscheinlich kommt einer von euch hier an, findet den Weg auf Anhieb und lacht mich aus. Wie gesagt, also ich wüsste jetzt nicht, so weit springen kann ich definitiv nicht. Von da nach da. Und... auch Leute, da haben es Deserteure hochgeschafft. Da werde ich ja wohl auch hochkommen. Ah. Hey ho!
Der ist was. Anführer der Deserteure. Okay. Oh, das war das falsche Schwert. Das hat er aber selber gemerkt. Oh, der ist schon mal weg. Der ist wieder etwas schwächlicher auf der Brust. Oh, Balla. Da hinten ist noch einer. Aber der ist so weit weg, dass ich wahrscheinlich sogar looten kann, bevor es der gemerkt hat. Ja. Komm. Nägel. Lederbänder. Hm. Immer schön umgucken hier. Ziehen das Schwertchen wieder und dann gucken wir hin. Da ist er. Nee, du schießt nicht auf mich, Junge. Du schießt nicht auf mich. So, dann haben sie sich hier ein hübsches Lager eingerichtet. Und hier oben? Zornig gekritzelt ist irgendwas. Das müssen wir gleich mal lesen. Die Säcke kann ich bestimmt noch looten. Und da ist eine Kiste. Kann ich das auch nehmen? Das sieht doch toll aus. Ich habe schon größere Sachen mit mir rumgeschleppt, würde ich behaupten. Zum Beispiel den Sattel. Ach, guck mal, ein Viperstahlschwert, ein Verhörprotokoll. Nehmen wir natürlich beides mit. Ach, guck mal, Vipernschulenausrüstung. Ja, wer Witcher 2 gespielt hat, ne? Die Viperschule. Sage ich jetzt mal vorsichtshalber nichts dazu. Ich will euch ja nicht alles verraten, wenn ihr das noch nicht gespielt habt. Ach, guck mal, eine Igniglyphe. Mhm. Hatte das nicht sogar sowas? Hm. So. Oh, bum, 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 bum. Jennifers Brief, Bruder, Auftrag, Papiere. Das habe ich alles schon gelesen. Da! Das ist neu. Wofür soll ich sterben? Verdammt! Für Temerien? Ne. Okay, und wo ist das Verhörprotokoll? Angeblich habe ich hier noch was Neues. Ja. So, das Verhörprotokoll ist wahrscheinlich hier reingerutscht. Was steht denn da so drin? Hexer der Vipernschule, ja, ja. Das hat mir dann eine Quest eingebracht, der eben hier, ne? Verfolgt die Quest noch mal gucken. Finde Schemas für alle Ausrüstungselemente der Vipernschule. Der weiß, wo die Überreste sind. Ja, angeblich zeigte mir das ja direkt an. Ach, guck mal einer an. Da hinten. Ja gut. Ungefähr hier müssen wir auch hin. Für den Schatz. Da war ich, meine ich allerdings schon, aber... Komm. Sind wir mal nicht so kleinlich, dann gehen wir halt da nochmal hin. Hep. Hui. So, Plötze. Ja, ich kann sammeln im Vorbei. Oh. Ich stelle gerade erstaunt fest, dass es scheinbar Fallschaden gibt. Nee. Ich hoffe mal, dass das dann, wenn es schon nicht so kurz reagiert, schneller regeneriert. So. Das hier ist noch ein bewachter Schatz. Dann müssen wir da oben weitergehen. Ja, vor dem bewachten Schatz sollte ich natürlich schauen, dass ich hier ein bisschen was gefuttert habe. Das kann man noch essen. Den Bratapfel hole ich jetzt halt doch mal hier auf. Erstmal hier hin, dass ich die gemütlich wegfuttern kann. Schneller!
zum Beispiel jetzt ein, immer wenn das da halt ausgeblendet wird, futter ich mal kurz einen Bratapfel. Hat hier einer auf mich gespuckt? Das wäre nicht vorsichtig schnell, ausgedrückt, nicht nett. So, da unten ist es Rott. Ja, und ich bin auch gleich voll. Dann kann ich da ja gleich runtergehen. Das letzte Mal hatte ich noch ein bisschen Respekt vor diesen Was? Leuten. Ich tippe drauf, das war mal euer Haus. Upala, habe ich der Dame jetzt auf den Hintern gehauen? Nicht nett von mir, gar nicht nett. So. Schwalbe? Ja, Schwalbe hätte ich hier gerne wieder, bitte. Die sind drei, die Deserteure waren vier. Da liegen schon ein paar Tote, die habe ich wahrscheinlich beim letzten Mal erschlagen. Ich hätte gerne wieder umgeschaltet auf Igni, weil ich finde hier vorne sehr interessant, dass da so Fässer liegen, aber ich bin mit den Fässern und so noch alles nicht ganz geschickt, ne? Ja, es brutzelt ein bisschen, aber nicht so richtig. Jetzt brutzelt es aber. So, gucken wir doch mal, was in diesem Schatz hier ist. Ach, guck mal, ein Gambi-Song. Und ein Experiment, auch nicht schlecht. Temerischer Dolch. Und natürlich auch, ich habe hier hinten ja was gemeuchelt, ne? Nehmen wir das mit. Also ich bin noch nicht ganz geschickt, aber langsam wird's. So, und hier ist natürlich wieder das schöne Ding. Wir gehen ein wenig spazieren. Ja, beim Laufen, wie man oben links sieht, wird auch meine Ausdauer weniger. Ohne Ausdauer habe ich ein gewisses Problem, Zeichen zu wirken. Keine Ahnung, wie du von daher kommen kannst, aber ich hinterfrage das nicht näher, ne? So, da ist, denke ich, das nächste Fragezeichen. Und weiter geht's. Ja, wie gesagt, also einen schnellen Durchlauf werdet ihr bei mir definitiv nicht sehen, wenn ihr das wollt. Ghule. Bei Ghulen steige ich aber gleich ab, sonst wird das nichts. Ja, dann seid ihr bei mir in der falschen Adresse, weil ich habe mir dieses Spiel auch deswegen zugelegt, weil ich Witcher 1 und 2 geliebt habe. Und dementsprechend möchte ich natürlich auch hier deutlich nach links und rechts vom Wegesrand gucken. Dadurch, dass ich deut... Ach, guckt's mal, ein Monsternest. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Sollte kein Problem sein, ich hab was dabei. Also, ist interessant, wie du mal eben von da wegrollst, ne? Nebenbei sind wir nicht so genau und machen uns nicht drüber lustig. Plötzlich, du stehst, glaube ich, auf den Überresten des Vorgängers, der hier mal lang ist. Hatte ich nicht vorhin hier auch eine Leiche gesehen?
Die hatte zumindest scheinbar nichts zum Looten dabei. So, da liegt noch irgendwo einer. Und da liegt noch einer. Vielleicht ein besonderes Kraut. Nieswurz. Keine Ahnung, ob ich das schon habe. Nehmen wir mal mit. So. Wie geht's weiter? Ja. Kenne ich irgendwo her. Das heißt, jetzt kommen wir langsam, ne? Wir kommen hier rum langsam zurück. Werden dann allerdings wahrscheinlich erst den Schatz einsammeln und dann das, weil es liegt dann einfach so rum auf dem Weg. Ganz ruhig, Plötze. Ich hab die Monster erschlagen. Sind alle weg. Nochmal kurz was trinken. Oh, mein Apfelsaft geht alle. Fast schon tragisch. Der war lecker. Ging der Weg eigentlich da außen rum? Oder reite ich gerade einfach nur? Ja, wir reiten gerade einfach nur Mist. Dieser Weg ist definitiv sinnvoller, auch wenn er mitten übers Schlachtfeld führt. Aber hey, Plötze, du schaffst das. Ich passe auf dich auf, mein Kleiner. Bin ich jetzt doof? War der Pfeil nicht gerade noch woanders? Ich bin verwirrt. Ah, ein Monsternest. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ein Ort der Macht, ein Monsternest und mein Medaillon vibriert. So, ist ein Ghule, wie wir schon gelernt haben. Vom Pferd aus bin ich zu blöd für Ghule. Gerade lebt nichts mehr. Ich muss es zerstören. Also machen wir das Ding auch wieder mal eben platt, ne? So, und solange die Bombe da drin ist, gehe ich wieder zurück und fange beim letzten zu looten an, während das da hinten bumm macht. Ist noch einer rausgekrabbelt? Ja, es ist noch einer rausgekrabbelt, der das nicht so cool fand, dass ich da was reingeschmissen habe. Vielleicht ist es ihm auf den Kopf gefallen, ne? Sehe ich das richtig? Der belästigt Plötze. Lass mein Pferd in Ruhe. Hat gar nichts dabei. Der Wind heult. Also manche von deinen Bemerkungen, lieber Geralt, finde ich echt, ja, der Wind heult. Ein goldener Rubinring und ein Schädel. Nehmen wir alles mit. Ja, Fertigkeitspunkte. Fies gesagt, langsam kann ich damit ein bisschen um mich werfen. Schauen wir doch mal spaßeshalber nach. So. Ich habe 5 Punkte frei und erst was verbraucht? 2? Moment. 1, 2, 3. Liebe Leute, einer von euch kann nicht rechnen, außer das hier bleibt immer bei 1 stehen. Dann wäre es allerdings merkwürdig. Tja. Nächste Stufe. 15%. Vor allem hier eine 1. 2 Punkte verbraucht. Dann hier eigentlich sogar 3 Punkte und, liebe Leute, was ihr nicht mitbekommen habt,
Ach. Ja, das ist auch wieder zurückgemacht worden. Ich wollte mir nämlich unbedingt hier, ne, Gegner verhexen. Das ist ja mal das, was ich auch im Gesprächen drücken kann. Das wollte ich mir unbedingt etwas höher machen. Ja, also werde ich auf jeden Fall einen Punkt da reinsetzen, weil bei manchen Gesprächen kommt dann bestimmt, dass man braucht, so von wegen, du brauchst mindestens X von Y, dass du das machen kannst. Verbrauchte Punkte 1. Ach, ich habe hier in dieser Kategorie 2 Punkte, in dieser Kategorie... Ja, okay, langsam komme ich dahinter, wie er das gemeint ist hier, ne? So, wir gehen hier wieder raus. Ganz ruhig, Plötze, ganz ruhig. Da ist das nächste. Hm. Nachdem hier so ein großer Abhang ist, würde ich sagen, über die Brücke drüber reiten. Also erstmal zurück, Plötze. Du hast das Ende der Welt erreicht, hier ist ein Drachenkehr um. Das ist jetzt sehr geil. Ja, so viel zum Thema Open World. Es tut mir jetzt leid, dass ich das so sage, aber Open World und du hast das Ende der Welt erreicht. Ja, okay, ich habe mich verritten, aber ich find's geil. Das Problem an der Sache ist nur, ich habe keine Ahnung. Ich werde das hier nicht überleben, weil das sind definitiv zu viele. Allerdings sind es zum Glück auch nur Level 1er Viecher. Und da muss ich jetzt immer zuschlagen, stechen, zuschlagen, ausweichen und hoffen, dass sie mich nicht so oft erwischen, wie sie mich hier erwischen aktuell. Und das war's dann. Was waren das eigentlich für Viecher? Waren das ganz normale Wölfe? Ich glaube nicht. Das waren wahrscheinlich dann diese wilden Hunde. Und? Wer erinnert sich? Wann habe ich zuletzt gespeichert? Ja, ich weiß es nicht. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, wir haben auch die Stunde fast wieder voll. Deswegen mache ich jetzt hier ganz einfach mal einen Cut. Werde dann bis zu der Stelle wieder spielen. Und dann mit euch weitermachen.